Halt! Quo vadis? Was ist? Wo du hin willst, Jung? Och, ich bin nun einfacher Aal auf der Durchreise. Immi. Wohin geht's denn so schnell? In den Atlantik. Zum Rendezvous. Na dann schenken wir dem Aal ein paar Blömscher. Für seine Alte. Wer bist du denn? Silurus. Silurus Glanis. Ein Wels? In der Brandung. Nein, Spaß. Ich wohne hier vorne in der Amorphe. In der Amphore. Ach, die kam mir eben schon spanisch vor. Oder italienisch? Warte mal, da waren entweder eingelegte Oliven drin oder Wein aus der Toskana. Wieso das? Ja, Amphoren sind ja beliebte Einwegbehälter, wenn es um den Handel mit Waren aus den Provinzen geht. Mhm. Du kennst dich ja aus, ja. Kommst wohl viel rum, wa? So wie die Römer. Ja, stimmt. Die sind inzwischen auch überall. Die Austern da vorne kommen übrigens aus der Nordsee. Muss das denn sein, frage ich dich. Was genau? Ja, die Schalen liegen hier inzwischen stapelweise rum. Und nur, weil sich die feinen Römer einen kurzen Luxus gönnen. Die lassen sich die Muscheln vom anderen Ende des Reiches anliefern, löffeln sie kurzerhand aus und werfen die Schalen dann hier in meinen Hafen. Eine Riesensauerei, wenn du mich fragst. Wo du gerade Sauerei sagst. Sind das Tierknochen da vorne? Ja, ist ein Rinderhorn. Nee, da vorne liegt ein kompletter Kuhkiefer. Siehst du den? Mhm. Mit den Zähnen nach armes Huftier. Die hat jahrelang den Karren durch den Dreck gezogen. Und zum Dank haben sie es geschlachtet. Der Rest ist dann hier abgesoffen. Naja, war aber schön was dran. Sag bloß, du hast die Kuh... Ja, immer nur Krebse oder mal eine Wasserratte ist doch auch nichts. Als Wels musst du auch von was leben. Nee. Und aus dem Rest können sie immer noch was machen. Kämme, Spielsteine oder sogar... Leim, wenn sie die Knochen auskochen. Ja, interessant. Aber hör mal, auf die Müllkippe hier unten könnte ich gut verzichten. Schon mal was von Umweltschutz gehört? Wieso schmeißen die denn das alles so achtlos weg? Wenn du mich fragst, denen geht es einfach zu gut an Land. Stadt und Handel blühen und alles, was sie nicht mehr brauchen. Das werfen die hier einfach rein in den Rhein. Kommt ja eh wieder Nachschub. Aber was passiert auf Dauer zwischen Ufer und Insel? Es wird flacher. Der Flussgrund verlandet. Mein Zuhause. Verlandet? Der ganze Driss hält immer mehr Sand fest und dann kommt noch mehr Driss drauf und irgendwann haben sie mir vor lauter Driss das Wasser abgegraben. Und du weißt ja selbst, der Fisch will schwimmen. Muss ich das noch vertiefen? Dann sitzt du auf dem Trockenen. So, genau. Du hast es erfasst. Und am Ende bauen sie dann auch noch ihre Aalstadt drauf. Eine Aalstadt? Spaß. Hör mal. Wenn ich du wäre, ich würde mich schleunigst aus dem Staub machen. Ich meine, aus dem Gewässer hier. Vielleicht nach Sizilien. Sizilien? Ja, da soll der Aal ja heilig sein, nicht? Im Gegensatz zu hier. Hier haben die eine ganze Fischereiflotte. Siehst du die Nadel da vorne? Nadel? Nein. Ja, bist auch blind wie eine Fisch. Die Nadel, die aussieht wie eine Pinzette, da... Ach, da! Damit knüpfen die ihre Fangnetze. Sehr effektiv. Die Römer mögen Anguilla. Anguilla? Latein für Aal. Ja. Übersetzt kleine Schlange. Sieht ja auch so aus. Ich glaube, ein gewisser Apicius, so ein aalglatter Typ, der hat eine leckere Soße in seinem Kochbuch stehen. Ich fütternisiere mich dann mal. Alles klar. Willst du nicht mitkommen? Woanders ist auch schön. Ne, dafür bin ich dann doch zu Kölsch. Der Mittelpunkt von Wels und Welt ist hier. Na dann. Macht gut und viel Glück dann mit deiner zukünftigen Alten. Ja, dir auch. Alles Gute.